Die Liebe ist die größte Kraft des Universums. Das heißt also, im Urbeginne, sozusagen im Uranfang, ist Geist. Wir haben also die geistige Liebe, wir haben die seelische Liebe und wir haben die physische Liebe, sozusagen Eros. Das mögen wir bitte unterscheiden, wenn wir von Liebe sprechen. Wenn ich liebe den Menschen, dann muss ich ihn nicht anfassen. Dann ist das seelische oder geistige Liebe oder beides zugleich. Das ist eine Differenzierung. Die Liebe ist die größte Kraft des Universums. Das gilt für jeden, ob er es erkannt hat oder nicht. Die Liebe hemmt nichts. Sie kennt nicht Tor noch Riegel. Sie dringt durch alles sich unanbeginn und schlägt ihre Flügel und schlägt sie ewiglich. Und wir leben in der Ewigkeit, in diesem Moment jetzt, der jetzt vorbei ist. Ihr könnt es euch wieder anschauen. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wäre die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Und jeder kann sich selbst fragen, was verstehe ich unter Liebe. Wir können noch mal Sokrates nehmen, den 10 Jahre gesprochen hat mit Platon. Platon als Schüler des Sokrates. Aber Platon auch später, nachdem Sokrates den Giftbecher genommen hat, hat 10 Jahre gesprochen mit Aristoteles. Platonische Liebe. Die ist geblieben, auch wenn das 2.500 Jahre her ist. Also wir langsam ist es für mich an der Zeit, nochmal mich zu bedanken bei den Menschen, die auch hinhören, die mitfühlen, in sich selber fragen und anfangen, selbst zu denken, jeder Einzelne und wir gemeinsam zusammenkommen und uns sozusagen zusammentun und besprechen, beraten, hören und lernen von dem anderen. Ganz kurz, die Liebe hemmt nichts. Sie kennt nicht Tor noch Riegel. Sie dringt durch alles sich ohne Anbeginn, schlägt ihre Flügel und schlägt sie ewiglich. Und wenn mein Gesang nicht schöner ist als die Stille, dann schweige ich. Das war notwendig. Genau, so, Freunde des offenen Mikrofons, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, hier offenes Mikrofon zu machen. Darum probiert euch ein bisschen kurz zu halten, nicht ganz so ausschweifend zu sein. Ich würde sagen, die letzte Runde offenes Mikrofon haben wir jetzt heute und dann müssen wir leider zusammenpacken. Aber wir machen ja hier auch immer noch Aftershow-Party und dann könnt ihr auch gerne noch weiter hier rumstehen und ihr könnt auch gerne beim Abbauen gleich mithelfen. Guten Abend, liebe Teilnehmer. Ich bin der Barthold. Einige kennen mich schon. Ich war mal sehr evangelisch und war ab und zu auch dann pflichtgemäß im Gottesdienst. Ich habe immer versucht, bei allem, wo ich war, etwas Erfreuliches zu empfinden. Der beste Gottesdienst war, wenn die Predigt zu Ende war. Dann kam ein bisschen Musik und dann war endlich Schluss. Ich habe gehört oder empfunden, dass dieser Kreis hier langsam geschrumpft sei im Laufe der Monate. Ich vermute, das kommt auch davon, dass einige Redner so lange reden, dass Zuhören kaum noch Spaß macht. Also ich meine, man hätte sich etwas kürzer fassen sollen. Das ist mein Eindruck, meine ganz private Meinung. Ich bin aufgewachsen in Hamburg als kleines Kind zwischen Kriegstrümmern. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mit 17 Jahren Gleichgesinnte gesucht, die meine Vorstellung von Friedenspolitik teilen. Ich habe die gefunden mit 5 Jahre später und bin dann fröhlich in die Friedensgruppe eingetreten, habe da mitgewirkt. Meine Eltern waren entsetzt. Mir wurde auch das meine Lebensunterstützung stark gekürzt, sodass ich gezwungen war, neben dem Studium zu arbeiten. Ich bin inzwischen aktives und bekanntes Mitglied in der Deutschen Liga für Menschenrechte und bekomme dadurch Kenntnis von Hilferufen aus dem Bundesgebiet, auch aus Hamburg,
Wir brauchen dringend mehr Leute, die bereit sind, sich um die problembeladenen Menschen zu kümmern. Es kommt vor, dass Behörden ihre Macht missbrauchen. Es kommt vor, dass Behörden Gesetz brechen. Aber die meisten interessieren das nicht. Also wir brauchen Leute, die sich auch mit drum kümmern. Ich könnte ihm viel erzählen über solche Probleme. Ich habe Post bekommen aus dem Irak, von der Regierung des Irak. Die haben auch Sorgen im Irak, weil es da Leute gibt, die sich nicht an die Gesetze halten wollen. Die der Kulturdenkmäler zerstören. Und der Irak braucht Leute, die helfen, zu ermitteln, was eigentlich passiert im Irak. Ich soll auch Leute sammeln, die mithelfen wollen. Also wer mithelfen kann, am liebsten auch Leute, die Araber sind oder Englisch verstehen können, mögen sich bei mir melden. Wir haben dringend Leute gesucht, die nicht nur lauschen und schwatzen, sondern auch was tun. Ich möchte jetzt beenden. Alles Gute und wie gesagt, ich brauche dringend Helfer. Schönen Abend noch. Tschüss. Moin Moin. Sinn des Lebens. Ich bin bei mir irgendwann den Treppenaufgang hochgegangen und dann, ich habe mich ein bisschen so mit buddhistischen Lehren und allen möglichen spirituellen Sachen auseinandergesetzt. Wenn jemand sagt, er sei spiritueller als du, hat er das Thema noch nicht kapiert. Sinn des Lebens. Laut den buddhistischen Lehren und so ist es eigentlich bewusst und entspannt auszusteigen. Die Meister konzentrieren sich eigentlich nur darauf, am Ende des Todes bewusst und entspannt den Körper zu verlassen und die nächste Ebene zu erreichen. Zum Thema Jesus kamen wir auf dem Festival beim Tanzen, mal ein lustiger Gedanke. Bei Jesus haben sie eigentlich einfach das englische Wort für Ich rausgelassen, was das I ist, der Buchstabe I. Wenn du das ins wenn du das bei Jesus einfügst, wird das Ganze französisch und bedeutet Je suis. Je suis heißt Ich bin. Weil nach Ich bin fängt das Schubladendenken an. Zum Beispiel, ich habe die Schublade Aaron. Hallo, mein Name ist Aaron. Aaron eigentlich mit Doppel-A geschrieben, aber ich sage immer, A ist Kacke, ich bin 1A. In der Bibel war Aaron der Bruder von Moses, wo ich wieder zur Bergpredigt komme, die vorhin angesprochen wurde. Moses hatte als Kind die Zunge verbrannt. Kein Arsch hätte ihm versprochen, wäre Aaron nicht da gewesen, hätte den Kram für ihn übersetzt. Ja, Frieden. Frieden führt immer zu Krieg, Krieg wieder zu Frieden. Das sind die Wechsel, das ist die Dualität. Deswegen braucht man Neutralität. Und du darfst alles, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Das hat mein Papa mir beigebracht. Ja, und ich habe dir noch ein paar nette Tipps für ein paar Filme. Das ist einmal PK, handelt über einen Außerirdischen, der landet splitterfasernackt nur mit einem Amulett um den Hals auf der Erde. Mit dem Amulett kann er sein Raumschiff zurückrufen. Den ersten Typen, den er trifft, der klaut ihm sofort sein Amulett und er steht völlig nackt. In Indien kann nicht sprechen, weil auf seinem Heimatplaneten sprechen sie nur über Telepathie. Bis er die Sprache lernt, ist schon mal ein krasser Weg. Als er sie dann gelernt hat, fragt die Leute in Indien, Leute, wo ist mein Amulett? Und die Leute sagen natürlich, geh zu Gott, Gott weiß die Antwort. Und dann rennt er los, Leute, wo ist Gott? Und dann macht er überall Plakate hin, ey Gott, bitte melde dich bei dir, ich bin jeden Abend da und da und sitze und warte und dreht völlig durch. Und dann kommt er irgendwann auf den Trichter und erklärt den Leuten, wie es wirklich funktioniert. Und dann sagt er den Leuten, ey, ihr solltet nicht an den Gott glauben, den die Menschen gemacht haben, sondern an den Gott, der die Menschen gemacht hat. Noch ein anderer sehr schöner Film ist mittlerweile in Deutschland auf dem Index gelandet, war schon seit Jahren in Amerika auf dem Index, obwohl es den nicht mal auf Englisch gibt, ist Der grüne Planet, eine gesellschaftskritische Science-Fiction-Komödie und ein Buch, das ich jedem ans Herz lege, Das unpersönliche Leben. 130 Seiten, danach konnte ich auch in die Bibel gucken, konnte sie verstehen, habe aber gesehen, ist nicht mehr zeitgemäß, da in der Bibel noch ein Buch findet, ein komplettes Kapitel fehlt, rausgestrichen wurde, ist dieses Buch sowieso hinfällig, weil es nicht mehr komplett ist. Ist viel einfacher geschrieben, 130 Seiten, sehr tief gehen, kann man for free runterladen, weil göttliches Wissen ist for free und kostet nichts. Das unpersönliche Leben.pdf. Wir wollen ja nicht persönlich werden, deswegen das unpersönliche Leben. Das nehmen wir alle gemeinsam. Viel Spaß, Aloha. Jo, moin. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Hamburger Mahnwache. Ich grüße mich hier herzlich willkommen. Ich wollte mich ganz kurz fassen, weil ich hier noch einen Nachredner habe und es eben hier ziemlich kühl ist. Ich hatte hier, also wir haben hier eigentlich eine gewisse Grundregel, aber ich muss einfach mal leider dagegen verstoßen heutzutage. Ich lasse mich erwischen, aber ich hoffe, es wird mir nicht allzu krumm genommen.
Es gibt nämlich ein sogenanntes EU-Parlament und eine darüber geordnete Kommission. Und in dieser Kommission, da sitzt so ein komischer Typ, der nennt sich Kommissar, namens Oettinger. Das hier ist ein wunderbares Winterbier von Oettinger. Und ich möchte gerne, dass wir Oettinger stürzen, weil der Oettinger hat irgendwie nichts zu sagen oder beziehungsweise er redet viel, aber sagt gar nichts. Und wenn er dann mal was sagt, dann ist es immer nur im Interesse ganz weniger und nicht zum Nutzen der Menschen, die in Europa leben und in Deutschland. Und ganz nebenbei, letztes Jahr war der eine Kommissar, dieses Jahr ist er der andere Kommissar. Letztes Jahr einmal war er für Energie da und jetzt ist er fürs Internet zuständig. Ich weiß nicht, ob der wirklich so kompetent in beiden Sachen ist, dass man ihn da ganz oben hinsetzen kann. Deswegen werde ich jetzt mal ganz auf die Schnelle versuchen, hier den Oettinger zu stürzen. Friede und ein langes Leben und lasst es euch gut gehen, liebe Menschen. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Aesop, der war nicht nur Sklave, mir war wichtig, dass das einer aus dem untersten Volk war, der normalerweise kein Poet war, der die Fabeln gemacht hat, der war natürlich alles mögliche auch, Sklave ist man ja nicht als Berufsbezeichnung, gefühlt, der war Poet, der war Literat. Lasst uns der alle war, Bauern genau. und Handwerker werden, lasst uns alle Menschen ja, wollte ich nur sein klarstellen. Und nicht nur irgendwelche Sklave. Bürger, nicht irgendwelche Leute, die Personal sind oder sonst was. Lasst es euch gut gehen, liebe Menschen. So, hallo, ich bin Uwe. Ich bin Mensch. Und ich möchte mal ein bisschen was sagen. Ich bin jetzt hier auch so, etwas über 70 Mahnwochen dabei. Die meisten kennen Sanne und mich. Wir brauchen mal eine Pause. Ja? Wir brauchen mal eine Pause zum Fahren, ne? Hier nicht immer auf- und abbauen. Und es wäre schön, wenn ihr das irgendwie hinkriegen würdet. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite ist etwas, wo man sagt, Rechtsstaatlichkeit. Was um alles in der Welt ist das eigentlich, Rechtsstaatlichkeit? Ist es rechtsstaatlich, wenn die Regierung offen gegen Gesetze verstößt? Tja, irgendwie nicht, oder? Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, dass die Regierung gegen die eigenen Gesetze verstößt? Wenn man selber damit de facto rechtlos gemacht wird? Was bedeutet das für uns alle, rechtlos zu sein? Und dabei ist es völlig egal, welcher Religion oder sonst was man angehört. Es geht um das Recht als solches. Das Recht, Mensch zu sein. Das Recht, Mensch zu sein. Und die mich kennen, wissen das. Ich komme aus den Reihen der Kampfkünste. Ich bin also nicht ganz so zart besaitet. Wenn es sein muss, werde ich das Leben meiner Familie verteidigen. Gegen alles und gegen jeden. Und ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so. Und ich glaube, alle Väter dieser Welt wollen nur das Beste für ihre Kinder. Wenn wir aber keine Väter mehr sind, dann hat diese Welt verloren. Väter, verbündet euch. Schließt euch zusammen. Es geht um das Leben unserer Kinder. Um nichts Geringeres. Das, was unsere wirkliche Zukunft ist, das sind unsere Kinder. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass das nicht so gesehen wird. Was tun wir unseren Kindern an? Gentechnisch veränderte Lebensmittel. Ja? Hormone in Fleisch. Ja? Ja? Und das geht überall weiter. Die EU hat ernsthaft darüber diskutiert, Wasser zu privatisieren. Wasser in privaten Händen?
dann bin ich Sklave. Denn dann muss ich betteln um Wasser. Und wenn es eins auf dieser Welt gibt, dann muss es doch das Recht auf Wasser sein. Ohne Wasser sind wir alle innerhalb von 3 Tagen tot. Das muss jedem klar sein. Warum unternehmen wir nichts dagegen? Wenn ich mich hier umgucke und ich sehe hier viele Leute dran vorbeilaufen, warum interessiert sie es nicht mehr? Warum ist es ihnen egal, was mit ihren Kindern passiert? Und vorher kam so schön das Gespräch drauf, wer ist verantwortlich für was? Wir sind alle verantwortlich. Jeder einzelne von uns ist verantwortlich. Eine Regierung schützt mich nicht. Wenn ich nicht mehr bereit bin, meine Familie zu verteidigen gegen Unrecht, dann habe ich de facto als Vater, dann habe ich als Mann, dann habe ich versagt. Was ist denn mit Versagen? Wollen wir alle so weitermachen wie bisher? Wollen wir das wirklich? Wollen wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der sie nicht leben können? Ich weiß nicht, ich würde gerne mal in die Runde fragen, wer von euch hat denn Kinder? Einfach mal, wer Kinder hat, die Hand hochheben. Wow, wenig. Wenig. Wer mag denn Kinder? Gute Frage. Ja? So wenige Menschen mögen Kinder? Ihr seid tot! Ey, ihr seid tot, wenn ihr keine Kinder mehr liebt. Ihr seid tot. Ja, ist klar, und sind alle auch blöde Beitragszahler in irgendwelche komischen Sozialsysteme. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll ich denn meinen Kindern erklären? Und ich habe da 4 von. Gut dastehen. Ja? Gut dastehen. Gut dastehen? Nee. Was darstellen? Was darstellen sollen die nicht? Die sollen was lernen. Die sollen was fürs Leben lernen. Ja? Sie sollen doch lernen, mit den Menschen umzugehen. Nicht Toleranz im Sinne von erdulden und ertragen, sondern Akzeptanz. Akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind. Und das sind sie. Wir müssen anerkennen, dass es Unterschiede gibt und nicht sie wegdiskutieren oder in irgendwelchen komischen Talkshows zerreden. Irgendetwas von Toleranz, also wie gesagt, dieser Begriff ist für mich ein Drama. Für alle, die dies nicht wissen, leitet sich wirklich aus dem Lateinischen tolerare ab. Erdulden, ertragen. Irgendwann ist eine Grenze erreicht, wo es kein und erdulden und ertragen mehr geben kann. Und ich denke, diese Grenze sollte erreicht sein. Und ich freue mich, wenn ihr das hier weiterhin hinkriegt. Sanne und ich sind erstmal mindestens 4 Wochen weg. Nichts ist so beständig wie der Wandel, zum Glück. Ja. Oh Gott, ist ja eigentlich schon fast fertig hier. Aber vorhin sind ein paar Worte gefallen von verschiedenen, irgendwie wieder zu sich selbst finden und auch irgendwie Frieden. Und dann ist auch ein Schlagwort gefallen, was ist eine Person, was ist ein Mensch? Da gibt es einen Unterschied. Also wenn, also ich aus meiner Brille sehe das so, Frieden ist ja auch irgendwo für sich selber irgendwo die Mitte finden und auch für sich selbst aus einer eigenen Mitte, das in die eigene Umwelt weiterstrahlen. Das heißt also, Frieden kann ja nur für mich selber als Mensch existent sein, in der Masse der Menschen, mit denen ich im Leben zurechtkomme und nicht mit denen ich mich dann verfeinde. Das heißt, ich selber
sehe da gar keinen Wert in mein Gegenüber. Das heißt, ich werde mein Gegenüber nicht am Äußerlichen festmachen, ob er zwei bunte Socken hat oder einen Job irgendwie vielleicht bei McDonald's oder in der Regierung oder Verwaltungsangestellter ist. Daran kann ich doch einen menschlichen Wert nicht festmachen. Und das ist in unserer Gesellschaft leider wegerzogen oder irgendwie weggefallen, dass die Menschen leider mehr auf das Materielle und mehr auf den äußeren Schein einfach so ein bisschen im Mittelpunkt rücken und dabei aber außer Acht lassen durch ihr Handeln und Tun und Nicht-Tun, dass dabei auch der ganze Planet geschädigt wird. Das heißt, wenn ich meine, ich muss Luxus haben und ständig meine eigene Qualität im Mittelpunkt zu setzen auf Kosten anderer, dann heißt es auch, dass ich auch alles andere in Kauf nehme, was dabei zu Schaden kommt. Und wenn wir als Menschen wieder uns selbst finden, dann heißt es doch wieder irgendwo eine Gemeinschaft aufbauen, wie es hier auch am Mikrofon auch öfter schon gefallen ist. Aber wie kriegen wir das hin? Das heißt, ich muss irgendwo für mich doch die Entscheidung finden, ob ich als Mensch leben möchte oder als eine Person. Ein Mensch ist authent, den erkenne ich wieder, der kann mal einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag. Eine Person, die formt sich jeden Morgen vorm Spiegel und von jedem Tag beginnt die Show von vorne und jeder wird getrimmt in irgendeinen, so ein, ist schon fast Sklaverei in meinen Augen. Nicht? Das geht da bis hinter Hartz IV, bis zu aktuellen Arbeitsverträgen etc. pp. Also ich finde, Frieden ist auch irgendwo wieder aus der Mütter und aus diesem Sklaven und aus dieser ganzen Systemstruktur auszubrechen und vielleicht kriegen wir das gemeinsam über die Montagsmahnwache langfristig hin. Also euch allen schönen Abend.